So. Aber Bruder André, Ja, Bruder. ich bin mir auch sicher, da ist schon irgendwas stimmt mit Joker auch nicht so richtig. Ja. Ich finde, irgendwas ist da mit Joker nicht so ganz richtig. Du siehst ja, dass seine Intention nur ist, das Wort Gottes anzugreifen und zu lästern und zu spotten. Ja, aber er hat doch Ja, die ganze Zeit den abgelenkt. interessieren die Antworten gar nicht. Die Ja, Antworten interessieren ihn nicht. Der möchte einfach nur das sagen und fertig. da steckt was Den anderes interessieren. dahinter. Ja. Ja. Ja, also irgendwas ist da mit Joker nicht normal. Also ich glaube, da ist Kannst auch, dass er da halt ein ganz, ganz kleiner involvierter Fisch ist. Aber trotzdem war das wichtig, ne, dass Bruder Reza da mit so einer Geduld das alles erklärt, dass Ja, die ja. Leute das auch hören und verstehen, ne? Ja. Ja, Shalom Gottes Segen, Hakika. So. Ja, es will irgendwie kein Involvierter mehr rein, ne? Schade. Ja. Ich bleibe aber auch nur noch 5 Minuten, Leute. Hau weg, Bruder. André. Ja. Aber war ein starker Stream auf jeden Fall. War ein sehr, sehr starker Stream. Voll Leute, wartet mal, ich katastrophal. will noch einmal ganz schnell Werbung machen, bevor ich das vergesse. Leute, schaut euch bitte diesen Stream an. Das ist von Reza Arapur. Das könnt ihr euch anschauen. Illuminati entschlüsselt. Sehr guter Vortrag. Schaut euch das mal bitte an, Leute. Bitte Alles screenshotten das. screenshotten. Alle screenshotten, Leute. Bitte, Ja, aber bitte das screenshottet sollte das. man mal in besser Qualität. Bruder, sollte Warte, man mal alle in einer zu. besseren Qualität machen. Leute, bitte screenshottet das und schaut euch den Stream an. Denn wisst ihr auch ganz genau, warum wir immer diese mit einem Auge-Geste, Schweigegeste. Ich bitte euch, schaut euch das sogar heute noch am besten an. So. Die sollen sich von der Zeit nicht abschrecken lassen. Das ist nicht langweilig. Das kann man gucken. Ja, hier sind jetzt fast über 330 Leute drin. Ich hoffe, dass da ein, zwei, drei Leute vielleicht sich das screenshotten und dann anschauen. Ist ein sehr starker, also ist wirklich sehr, sehr stark. Ich Das bin selber, ich Kröstelein. bin auch selber ja durch diese Arbeit zum Glauben gekommen. Und bei diesem Vortrag, die ersten, ich glaube, 2 oder 5 Minuten haben mich schon gepackt, ne? Habe ich sofort gewusst, der hat recht. Ja. Ja, aber sowas sieht man entweder gleich oder gar nicht, glaube ich. Ja. Bruder, weißt du, was ich richtig hinterhältig finde, Bruder? Komischerweise wollten heute in den Stream, wo wir fast 700 Zuschauer hatten, Leute rein, die den Bruder Reza kritisieren. Natürlich schmeckt 700 Zuschauer und dann denken, du weißt ja, wie das ist. Die kommen dann rein, hey Brüder, wie geht's euch? Gottes Segen, und dann gehen die raus und lästern wieder im anderen Stream, weißt du? Ja, die kannst du eigentlich alle vergessen fast. So krank, ne? Oder Ja. du musst dir mal vorstellen, die kommen rein, 700 Zuschauer, kommen rein und sagen, ey Brüder, ihr macht gute Arbeit, ey, ich war gerade bei denen Stream. Katastrophe einfach nur. Was ist das für eine Gesinnung? Ja. Ich gucke mir auch die Streams an. Nach 20 Sekunden merke ich, da irgendwas stimmt da nicht. Und dann gehe Ja, ich wieder raus. du merkst richtig die Christen. Guck mal, Bruder, die Christen, du musst dir mal vorstellen, das hab ich oft beobachtet, Christen, die ich bei mir hochgeholt habe und die dann so gesagt haben, ey, top Arbeit, ey, top Aufklärung, die sind dann runtergegangen und ich habe ja ein zweites Handy und ich habe mehrere Accounts. Dann habe ich die mal so gefolgt und dann habe ich mir das so angehört, ey, voll Katastrophe mit Dennis, voll der Richter, ey, Bruder, weißt du, das ist Heuchlerei. Oder du kommst in meinen Stream rein, du sagst, Bruder, gut, dies, das und so, und dann lästerst du da ab. Ich brauch so eine Leute nicht. Ihr sollt auch gar nicht mehr mir Anfragen schicken. Macht eure Streams mit eure zwei, drei Zuschauer und kommt hier nicht mehr rein, Leute. Ich gebe euch gar nicht mehr die Plattform und auch gar keine Reichweite mehr. Macht eure eigene Show da. Ja, ist traurig, ne?
Normal, oder? Ich gehe bei dir rein, weil du 300, 400 Zuschauer hast, weil du oder schon 100 Zuschauer auf TikTok ist schon gut. Es ist sogar sehr viel auf 100 Zuschauer. Und wenn ich dann da reingehe und ich bei mir so, ich schleim mich bei dir ein und dann gehe ich bei denen rein und lästere, was ist das für ein Mensch, ey? Brauche ich nicht. Ja. Ja. Ich verstehe auch nicht die Christen, diese ganzen Heuchlerchristen, die die ganze Zeit über mich reden. Da habt ihr nichts Besseres zu tun, geht arbeiten. Geht raus, geht evangelisieren, seid ihr euch zu schade? Warum geht ihr nicht Flyer verteilen? Warum geht ihr nicht einfach raus und verpredigt das Evangelium? Bruder, das musst du dir mal geben. Die haben richtig ein Problem damit, weil ich diese Aufklärung betreibe. Das musst du dir mal geben. Oh, Danny, ein Auge-Geste. Oh, Danny, ein Auge-Geste. Ja, weißt du, was ich merke? Weißt du, was ich glaube, Bruder André? Die haben ein Problem damit, weil ich ihre Stars entlarve und weil sie auch die Welt lieben heimlich, was sie nicht zugeben, dass sie dann sagen, ey, nein, mein Star nicht. Mein Star, der macht sowas nicht. Der ist gut, der ist ein Vorbild, der spendet. Die anderen vielleicht, höchstwahrscheinlich, aber mein Star nicht. Verstehst du? Du weißt ja, Bruder Danny, wenn jemand gegen diese Arbeit vorgeht, dann ist er nicht wiedergeboren. Ganz Nein, einfach. Und er ist nein, dann nein, halt auch nicht nein, der ist verheert. abgestorben. Nein, 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 der liebt die Welt, der liebt die Ja. Welt. Und einfach ein ganz normaler Christ, der hier auf TikTok sich einschleimt bei den Christen und heimlich da. Ich kenne ja so eine Leute. Bruder, du musst dir mal vorstellen, das sind einfach ganz normale Christen, die hier sagen, Bruder, richtet nicht. Weißt du eigentlich, dass es sogenannte Leute gibt, die machen das aus Bock? Die nennen sich Christen, sind aber keine Christen. Die haben nur Bock, ein paar Leute zu verarschen. Die kommen rein und sagen, Shalom, Bruder, lesen auch die Bibel, noch Lust und Ja. Laune. Das sind aber Atheisten. Oder einfach so ein bisschen gläubig sind die so. Nicht, die glauben zwar ein bisschen dran, so, ne? Was die basteln sich so ihren Jesus, so wie sie ihn haben wollen, so wie ihnen der Jesus gefällt, aber den wahren Jesus. Den nehmen viele nicht an. Ja, vor allen Dingen Die diejenigen, die Leute, sagen, genau wie die richte eine nicht, sagt, ne? es gibt Dann Leute, weißt du die schon Gott Bescheid. benutzen. Guck mal, du musst dir vorstellen, auf TikTok, wenn ich mir zum Beispiel die Christen anschaue, jeder Christ, der das jetzt hier sieht und hört, jeder Christ, der mit einem Gottesleugner Gemeinschaft hat, du bist genauso einer. Du bist genauso einer. Also ich meine damit ein Christ, der die Gottheit Jesu Christi leugnet, der sich Christ nennt. Und wenn du noch, und ich sage das an jeden Christen, der das sieht, wenn du mit so einer Christengemeinschaft hast, bist du eine Schlange. Und das sage ich dir mitten ins Gesicht. Ich würde mich mit dir treffen und sagen, du Schlange. Du Schlange, du bist genauso eine Schlange. Ich kann doch nicht mit einer Gemeinschaft haben, der sich Christ nennt und die Gottheit des Herrn Jesus bekämpft. Kannst du mit einem Zeugen Jehovas Gemeinschaft haben und ihn Bruder Das nennen, sind mit ihm in einem. Antichristen. Das ist antichristlich, das ist gar nicht. Antichristen. Und dann musst du dir mal vorstellen, diese Christen sind mit diesen Leuten live und reden so mit denen. Bruder, Bruder. Ja, weil ihr genau den gleichen Geist habt. Da gehört ihr auch hin, genauso. Ja, so ist Genauso, es so. da gehört ihr auch genauso hin mit diesen ganzen Gottesleugnern. Ihr könnt zu MCM gehen. Da gehört ihr alle richtig hin, so. Gottesleugner. Oder geht an die ganzen Leute, die die Gottheit des Herrn Jesus Christus leugnen und die Gottheit bekämpfen und die Christen wieder mit denen Gemeinschaft haben, geht doch zu den Zeugen Jehovas. Wenn ihr die Brüder nennt. Könnt ihr auch Zeugen Jehovas Brüder nennen? Meine Brüder, Shalom, Gottes Segen, wie geht's euch? Die leugnen auch die Gottheit. Warum macht ihr das nicht? Bruder, weißt du, wie krank das eigentlich ist? Die haben richtig einen Hass auf mich. Die können mich nicht leiden. Immer wenn ich bei denen so in den Gruppen bin, oh Danny, ein Auge schon wieder. Ja, hast du, ne? Hast ein Problem damit, dass deine Stars Satanisten sind, ne? Du liebst die Welt, Liebe zur Welt, Feindschaft zu Gott. Merk dir das, du Heuchler. Liebe zur Welt, Feindschaft zu Gott. Und das Bild passt zu diesen ganzen Laodicea-Christen hier. Das mache ich auch noch mal rein. Merkt euch. Hier an die ganzen Verräter. An die ganzen Verräter-Christen. Offenbarung 3, Vers 16. Der Herr wird euch so oder so aufspeisen. Ihr könnt vor den Leuten so scheinfrommig sein, liebevoll sein, aber es ist nicht vom Heiligen Geist. Bruder, du musst dir mal vorstellen, Bruder André, die greifen meine Arbeit an, ne? Die machen sich lustig darüber, ne? Das heißt, die machen sich lustig über einen Bruder im Herrn, der die Finsternis aufdeckt, der das Evangelium verkündigt, über den macht man sich lustig. Wie krank seid ihr eigentlich im Kopf? Seid ihr nicht mehr ganz dicht in der Birne? Stellt euch mal vor, ich mache mich lustig über, ich bin bei der apostolischen Zeit und ich mache mich lustig über die Apostel. Ja, guck mal den an.
Guck mal diesen Apostel an. Ihr macht euch lustig über einen Bruder im Herrn. Ihr hetzt über einen Bruder im Herrn. Ich zeige mein Gesicht. Viele Christen zeigen gar nicht ihr Gesicht. Ich zeige jeden Tag mein Gesicht. Jeden Tag zeige ich mein Gesicht. Ich kläre auf. Ich bekomme Morddrohungen. Diese Satanisten, ich bin auf ihrer Speisekarte, ne? Diese Leute rufen mich privat an. Diese Leute, die sich nicht zeigen im Internet und dann so über einen Bruder hetzen, ihr solltet euch schämen. Schämt euch. Schämt euch, dass ihr mit eurer Batman-Maske da im Versteck seid. Mit eurer Batman-Maske. Mit eurer Phantommaske im Hintergrund. Und dann so große Töne anspricht. Zeigt doch mal euer Gesicht so. Macht mal auch live und zeigt mal. Will ich mal sehen. Sie Oder kritisieren anspricht. deine Arbeit und stellen sich auf die Seite von diesen Leuten, die diese Stars verehren, wobei diese Stars auch was die mit den Kindern machen, ne, Bruder? Oder diese Diese Leute, ne? Guck mal, ich sag dir ganz ehrlich, das ist das Traurige. Die Bruderliebe wird in vielen erkalten. Du siehst ja, die Christen zerfetzen sich hier gegenseitig, die machen sich gegenseitig kaputt. Das ist einfach nur noch traurig, was hier abgeht. Es ist einfach nicht mehr zu ertragen. Guck mal, Christen bilden sich Gruppen, der eine redet über den, der eine redet über den. Ey, Bruder, hast du mal schon die neueste Information gehört? Ist einfach nur noch traurig. Der Fokus ist gar nicht mehr der Herr Jesus Christus. Der Fokus ist Resa oder ich andere. Geht doch raus auf die Straße, verkündigt das Evangelium. Es ist Sommer. Bestellt euch 10.000 Flyer, 5.000 Flyer, geht raus, predigt das Evangelium. Bruder, ich investiere doch nicht meine Zeit, hier live zu gehen und sagen, ey Bruder André, hast du schon gehört, was die gesagt haben? Ja, total krank, ne? Der hat mir das Heil abgesprochen. Was sagst du dazu, Bruder? Ja, sag mal was jetzt dazu, Bruder. Da, die sind total nicht mehr. Ey, ich bin doch kein Fünfjähriger. Ist mir doch egal, ob mir jemand das Heil abspricht. Mir doch egal. Und mir ist auch egal, ob mich jemand beleidigt. Ich segne dich. Aber ich gehe doch nicht in einen Raum rein, 5 Stunden lang diskutiere ich, ich zerfetz Resa, ich zerfetz Resa. Das sind Leute, die im Internet rumschreien, aber wenn die so vor einem stehen würden, Bruder, ich habe das doch nicht so gemeint. Habibi, Wallah, ich hab, Bruder, du weißt doch. Internet, weißt du? Das musst du dir mal geben. Das musst du dir mal geben. Die haben nichts anderes im Kopf, denen fallen schon die Haare vom Kopf, die haben schon eine Glatze, weil sie sich so aufregen über Resa oder über mich oder über die anderen. Die haben nichts Besseres zu tun. Das musst du dir mal geben. Ey, ich mach doch einen Stream und predige das Evangelium. Ich will doch Menschenseelen retten und nicht wie so eine Lästerpack da die ganze Zeit live gehen und sagen, Bruder, hast schon die neuesten Informationen gehört? Der hat mir das Heil abgesprochen, der hat über den geredet. Interessiert mich das? Verkündigt doch einfach das Evangelium und meidet die Leute. Und dann werden noch so gelästert und so Sachen erfunden, Bruder. Und das musst du dir mal geben. Ja. Oder diese ganzen falschen 50er hole ich gar nicht mehr in meinen Stream rein. Die sollen ihre eigenen Streams machen. Ich hole diese 50, falschen 50er gar nicht mehr rein. Habe ich auch gar nicht nötig. Verstehst du? Ja, du weißt doch, Bruder, dass wir in der Endzeit sind und was willst du anderes erwarten, ne? Oder ich sag dir ganz ehrlich, lieber habe ich mit einem Obdachlosen Gemeinschaft, der aus der Mülltonne kommt, ne, der aus der Mülltonne kommt, Bruder, und der stinkt, ne, dass die Leute sich schon die Nase zuhalten würden und der ist wahrhaftig wiedergeboren. Dann würde ich sagen, das ist ein König. Ich würde sagen, das ist ein Kaiser, Bruder. Ich würde mir sagen, da eine Ehre, du willst mit mir chillen? Du, der aus der Mülltonne gekommen ist? Du willst mit mir abhängen? Bruder, ich würde sagen, ich bin es gar nicht wert. Bruder, ich würde sagen, du willst mit mir abhängen, wenn das ein wahrer Wiedergeborener ist? Bruder, ich würde sagen, es ist mir eine Ehre, mit dir zu sein. Eine Ehre. Darf ich dich zum Essen einladen? Darf ich dir dienen? Darf ich mich um dich kümmern? Wenn das ein wahrer Bruder ist, ein echter Bruder, ein wahrhaftiger Wiedergeborener. Bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Ganz einfach. Und so sollten wir auch sein. Aber es gibt so Leute, die wollen Krawatte tragen, ne? Und dann so, ja, guck mal den an, guck mal, wie der aussieht. Ist mir egal, wie der aussieht. Ich sag dir ganz ehrlich, sage ich hier jeden vor 220 Zuschauern, wenn ich wirklich so einen Menschen treffen würde, der auf der Straße lebt, wiedergeboren ist, das wäre mir eine Ehre, Bruder. Ich würde weinen vor Freude. Ich würde sagen, du willst mit mir abhängen? Du willst mit mir evangelisieren? Ich würde sagen, Gott, erbarme dich über mich, mit so einem zu sein, dass ich mit so einer Gemeinschaft habe. Und Bruder, ich habe in der Gemeinde so einen getroffen, der war obdachlos, der hatte keine Schuhe gehabt, ne? Und das erzähle ich jetzt mal hier.
Weil man soll ja nicht rumpausieren. Der hatte keine Schuhe gehabt, Bruder André, ne? Ich sag dir ganz ehrlich, seine Füße waren schwarz. Ich bin zu ihm hingegangen, ne? Und ich habe zu ihm gesagt, es wäre mir eine Ehre, wenn ich dir die Füße waschen würde. Der Typ hat mich angeguckt und dachte, ich bin verrückt. Der sagt, was bist du für ein Mensch? Du bist ja komplett anders als wie die Christen da, die in der Gemeinde haben ihn gar nicht beachtet. Die haben da hinten in der Ecke gesessen und der Typ, ne, ehrlich, André, ne, der Mensch hat wirklich ganz komisch gerochen. Der hat echt unangenehm gerochen. Bruder, ich sag es dir wirklich, aber weißt du was? Ich habe ihn umarmt und ich habe gesagt, es war mir eine Ehre. Und weißt du was? Ich wollte die Bibelstunde unterbrechen. Ich habe zu dem Pastor gesagt, bevor dieser Typ keine Schuhe hat und wenn wir ihm nicht die Füße waschen, kann ich nicht weitermachen. Er sagt, nein, alles gut. Oder du musst dir mal vorstellen, das ist Liebe. Aber nein, setz dich mal da hinten hin, du Obdachloser. Setz dich mal ganz da hinten hin. Du riechst komisch. Geh mal da in der Ecke hin. Er durfte neben mir sitzen. War mir eine Ehre. Ich durfte neben ihm sitzen. Bruder, und ich habe meine Schuhe ausgezogen und saß neben ihm barfuß. Genauso wie er auch barfuß war. Das war so ein Obdachloser, den die von der Straße geholt haben. Ich habe mich ihn klein gemacht, damit er sich nicht so alleine fühlt. Alle tragen Schuhe, der hat keine Schuhe gehabt. Ich habe mich ihn gleich gemacht. Das ist Liebe. Das ist Entäußern. Ja, der Herr Bruder. Jesus sagt ja, Oder sehe ich den wollte ihm anderen meine höher als Schuhe dich geben. selbst. Bruder, ich wollte ihm meine Schuhe geben. Ich wollte barfuß nach Hause gehen. Ich wollte ihm meine Schuhe geben. Der Typ, ne? André, der Typ hat fast geweint. Der Typ hat fast geweint. Und diese Leute, ne? Die in der Gemeinde waren, die haben mich richtig gehässig angeguckt. Die haben mich mit einem ganz widerlichen Blick angeguckt. Und ich wusste sofort, was Sache ist. Das war nicht diese Nächstenliebe. Guck mal einmal, ne? Mir ging's nicht gut. Mir war schwindelig. Und ich hatte starke Schwindelanfälle gehabt. Die haben mich nicht beachtet. Die haben mich nicht beachtet. Da ist nicht einer gekommen und hat gesagt, ey Bruder, du siehst voll blass aus, du kippst fast weg, ist alles in Ordnung? Nein. Die haben erstmal schön ihre Bibelstunde gemacht. Die haben sich nicht um einen Bruder gesorgt. Die haben sich nicht um mich gesorgt, wo ich da fast weggekippt bin. Bruder, musst du dir mal vorstellen, du Bruder, mir war so schwindelig, ne? Ich war richtig blass im Gesicht, mir ging es richtig dreckig. Und das war denen egal. Und die haben mich ja auch angeguckt. Die haben einfach mich nur so ganz normal angeguckt. Anstatt immer sagen, ey, du siehst voll so komisch im Gesicht aus. Und ich war wirklich weg, Bruder. Aber so sind halt manche Menschen, ne? Aber der Herr segne die. Wieso lässt du ihn nicht bei dir wohnen? Ja, Geschwister haben ihn ja aufgenommen. Die haben ihn ja mitgenommen. Die haben so, die lassen die, die, die Obdachlosen konnten da in der Gemeinde dann schlafen. Da. Also die haben die dann immer mitgenommen. Und da sind so Schlafsäcke, das war auch in Ordnung. Aber ob das jetzt Ansehen, der weiß ich jetzt nicht. Also. Ja. Ja, Bruder. Ja, Bruder Denny, ich gehe raus, ne? Schon spät. Dennis, ich sage dir, keiner kann dir das Wasser reichen. Ich verneige mich vor dir. Hör auf, dich vor mir so zu verneigen. Verneige dich vor dem Herrn Jesus Christus. Und jeder andere kann das Wasser reichen. Ich bin ein Niemand, sage ich nochmal, ich bin ein Niemand. Und ich kann Was? auch lernen, ich muss auch lernen, ich muss auch in der Liebe wachsen, mich demütigen und im Wort wachsen. Wir können voneinander lernen, wir können uns in der Liebe aufbauen und uns ermahnen. Aufrichten im Wort Gottes, füreinander beten, füreinander fasten. Das ist wichtig. Ich bin niemand, Leute. Ich bin ein Nixnutz, sage ich doch. Alle Ehre den Herrn. Alle Ehre den Herrn. Amen, Bruder. Na Amen. gut, Leute, ich gehe dann raus. Gottes Segen. Der Amen, Gottes Friede des Herrn Segen. sei mit euch. Gottes Segen. Ciao, ciao. Ciao, Gottes ciao. Segen, Bruder André. Ach Ciao, so, Gottes ich will noch Segen. eins sagen, Leute. Ihr müsst von neu geboren werden. Lest Johannes 3, Vers 3. Jeder, der hier drin ist, geh auf deine Knie. Frag nach Gott. Gott, gibt es dich? Wenn es dich gibt, komm in mein Herzen. Ich möchte dich kennenlernen. Wenn es da oben jemanden gibt, der mich erschaffen hat, komm doch und zeig dich mir einfach mal. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Denn wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. So, wer klopft, dem wird aufgetan. Wer sucht, der wird finden. Ganz einfach. Frag den Herrn einfach mal mit, öffne dein Herz, frag Gott, wer bist du, Gott? Wenn es dich gibt, zeig dich mir. Bist du wirklich wahrhaftig? Wer bist du? Und so wirst du eine Antwort bekommen. Frag doch einfach mal diesen wunderbaren, freundlichen Gott. Frag ihn einfach mal und du wirst sehen, ob er sich bei dir meldet. So, Gottes Segen. Amen. Amen. Gottes Segen, Bruder. Amen. Amen. Gottes Segen, Bruder.